Gut, die sind hier alle voll. Es passt doch bestimmt auch noch eine Kohlemine hin, hm? Dass wir jetzt den Maximalausbau haben. Genau. Wir probieren es einmal, ob wir bis dorthin kommen. Weil hätte man nämlich immer einen regelmäßigen Zuwachs. Ich nehme aber mal die hier hinten einfach. Aber ansonsten gab es ja diesen Trick dann hier mit, was war das? Eine Lagerhalle dazwischen schalten. Die das dann einfach hinten wieder ausspuckt. Oh, was habe ich da noch abgerissen? Ich wollte einfach bloß die Richtung umdrehen. Och, ich bin noch wieder chaotisch heute. So, da kann das dann rein. Na, ob das jetzt reicht. Na gut, einmal die Konstruktion, die brauchen wir noch. Machen wir jetzt halt mal so eine Förderbandlinie. Ist aber ein bisschen was Verrücktes. War jetzt schon das Lagerhaus hier. Achso, ist jetzt so ein Ding im Weg. Abholen werden wir das natürlich dann mit LKWs, ne? Das ist, oder Quatsch, mit Zügen. Achso, das ist jetzt eins niedriger hier. Oh. Muss das noch mal ganz weg. Oh, wegen... Oh. Wegen einem halben Meter da so ungefähr meckert der... Oh, ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Komisch, aber wenn denen das schon zu lang ist hier und aber hier, das wird auch, hier könnte man das doch deutlich länger machen. Das verstehe ich halt nicht. Gefühlt war doch das wirklich länger jetzt, die Stelle, die Seite. Aber gut, wenn es das Spiel meint, dann will ich mich da jetzt nicht beschweren. So, und jetzt ich glaube ja, die eingefleischten Voxel-Tycoon-Spieler werden jetzt bei der Konstruktion ja den Kopf schütteln. Hier komme ich bis hier. Na gut, aber das würde ja reichen sonst zur Not. Bis hierher. Oder vielleicht sogar nur bis hier. Wir haben ja hier Platz. Wir können das ja, wenn wir das wollen, großzügig bauen. So eine Legierungsschmelze jetzt hier ran. Den Output schicken wir nach unten, würde ich sagen. Und dann machen wir jetzt das. Zack, zack. Und dann kommt direkt die nächste Legierungsschmelze. Die dann daraus den Stahl macht. Was ist das von der Richtung dort? Ich sehe es jetzt nicht hundertprozentig. Achso, Moment, kann man jetzt die Kohle überhaupt hier abgreifen? Ja, das scheint zu gehen.
erstmal, die warten jetzt auf Kohle. Und hier kommt dann erstmal ein Lager hin. Wo das dann drin landet, ist natürlich, die Wege sind jetzt natürlich ziemlich lang, ohne Frage, aber... So, kommt jetzt hier mal die erste Kohle an. Oh, das dauert noch. Müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Jetzt ist hier schon wieder Stau. Oh. Ja, welchen Zug lässt man jetzt hier fahren? Der will doch eigentlich nur dort hoch. Das müsste doch unfallfrei gehen. Ja. Warum fährt denn der jetzt dort drauf? Oh. So, jetzt hat sich zunächst erstmal gelöst hier. Warte mal, ich glaube, ich muss... Das muss ein Stück hinter. Und das hier weg. Dann passt hier ein Zug rein. Ich glaube, das muss auch noch ein Stück hinter, das Signal. Ja. Guck mal, du hältst am besten mal an jetzt. So, der passt dann hier rein. Das müsste jetzt trotzdem rot zeigen, ne? Glaube ich. Ich das noch ein Stück nach hinten, so hier. Das müsste das... Das zeigt aber immer noch rot. Meiner Meinung nach müsste das aber grün zeigen. Muss ich das noch ein Stück nach hinten bauen? Ja. Dann ist aber eventuell der Abstand hier zu kurz. Ja, ach, dann reißen wir das Signal einfach weg hier. Ja, das ist ja echt nervig mit diesen Signalen hier. Also das müssen sie... Ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt zum 5-Bazillionsten Mal. So, die Kohle kommt jetzt hier an. Und es kann jetzt hier produziert werden. Blockiert. Falsche Richtung. So, und das könnte man jetzt im Prinzip nehmen und hierher fahren. LKWs zum Beispiel. Lohnt sich da? Oder kann man da einen Zug bauen? Ein Zug, der hier anhält. Ist natürlich wieder schön, dass man den Bahnhof dann nicht mehr gescheit erweitern kann. Da bauen wir einfach so nochmal hier neben. Ach so, komme ich da mit Brücken gar nicht drüber. Wir nehmen einen Zug. Den bauen wir einfach jetzt hier so hin. Daneben. Schön ist zwar was anderes, aber... Brücke drüber. Ich habe gesagt, Brücke. Da reicht mal die klassische Brücke. Das war da mal forschungstechnisch an der Stelle. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Auch weil ja so eine Kante ist. Damit wir jetzt mal forschungstechnisch mal so ein bisschen aus den Pötten kommen.
der ich jetzt seinen Fall habe, gleich dahinter. So, zack. Und Eisenerz war dann der Pritschenwagen, kann das sein? Speichern. 2, 3, 4, 5. Und du fährst von hier nach da. Achso, der will den Bahnhof ja gleich zweigleisig bauen können. Und da habe ich ja jetzt gepennt. Noch für das andere Eisenerz. So, hier wird das produziert. Dauert natürlich ein bisschen. Man könnte natürlich jetzt auch als Träger, ja, wir können da leider jetzt nichts machen. Auch wenn ich das gerne wollte, woanders jetzt hier unten. Im Grunde genommen kann man jetzt auch die Produktion verdoppeln, indem wir hier noch eine Legierungsschmelze hinstellen. Dann einfach hier so andotzen. Jetzt haben wir die Dingsproduktion mal erhöht hier. Also jetzt ist wieder dunkel. Auf die Hoffnung, dass es mal ein bisschen schneller geht. Ja, ich kann da leider nichts machen, da müsste halt bankrott gehen. Tut mir ja leid.